Willkommen bei Kfz-Fuzzis. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, es ist ein Jahr jetzt rum, wo ich mit Kfz-Fuzzis angefangen habe. Und deswegen auch dieser Ort hier. Weil vor einem Jahr saßen wir vor dem Kamin hier. Damals war es der Ömer, Rafet und ich. Saßen hier, der Rafet, der jetzt gerade hinter der Kamera ist. Sag einmal Hallo, Rafet. Hallo. Hallo. Wir saßen alle drei auch vor dem Kamin. Der S3-Motor war ausgebaut und dann haben wir uns einfach mal gesagt, Jungs, lass es mit YouTube anfangen. Dann sind wir einfach dahin gegangen und so entstand das erste Video, was ihr halt gesehen habt. Ne? Und so ist ja Kfz-Fuzzis einfach entstanden. So haben wir einfach weitergemacht. Ja, ich wollte mich einfach nur krass bedanken. Echt nur krass bedanken, was ihr alles für uns gemacht habt. Ihr würdet sagen, Alter, das macht doch jeder YouTuber, damit die Abonnenten, weiß ich nicht, Futter haben, damit die sagen, was für Ehrenleute und so. Nein, es geht mir nicht darum. Ich will mich echt bedanken. Echt bedanken, weil ich sehe euch wieso nicht als Abonnenten. Wer mich hier besucht hat in der Werkstatt, der kann das auch bezeugen, dass ich für jeden Einzelnen, der hier war, einfach Zeit genommen habe, mit dem geredet habe, mit dem Smalltalk gehalten habe oder denen geholfen habe. Ne? Das kann keiner von mir behaupten, dass ich das nicht gemacht habe, dass ich die kalte Schulter gezeigt habe und, weiß ich, ein Arschloch nur bin, privat. Nein, so bist du. So wie ich in Videos bin, bin ich auch privat. Im Gegenteil sogar. Privat bin ich noch lustiger, noch besser drauf. Weil manchmal bin ich ja auch aufgeregt, wenn ich Videos mache. Jetzt ist das schon langsam vorbei, aber so ist das. Deswegen, ich sehe euch als Familie und ich wollte mich einfach nur mal bedanken für euren krassen Support, ehrlich. Und dann wollte ich mich noch mal bedanken von ein, zwei Leuten, die mir echt ins Herz gewachsen sind in dieser Zeit, ehrlich. Erstens, ganz am Anfang, wo ich angefangen habe mit YouTube, ihr wisst, ihr fängt mit YouTube an, guckt ein bisschen YouTube. Und dann wurde mir ein Video vorgeschlagen und das war der Michel von No Fucks Given. Das ist seit dem Tag, wo ich den geschrieben habe, er zurückgeschrieben hat und er auf Instagram uns kennengelernt habe, ist das ein Bruder für mich geworden. Ne? Er und seine Crew, aber generell eigentlich nur Michel. Mit den anderen habe ich nicht so viel, die sind auch coole Jungs. Aber mit Michel habe ich echt sehr viel zu tun gehabt. Wir haben sehr oft philosophiert abends. Wir haben sehr oft miteinander gesprochen. Er hat mir geholfen, was ich besser machen kann. Vielleicht habe ich ihm ein, zwei Tipps gegeben. Manchmal. Und so sind wir Brüder geworden. Und so haben unsere Kanäle auch ja, einfach weitergemacht. Er hat mir in den Arsch getreten, wenn kein Video rauskam. Ich habe ihn in den Arsch getreten, wenn kein Video rausgekommen ist. Und so haben wir uns gegenseitig gepusht. Und es ist eine Freundschaft entstanden. Auf jeden Fall Freundschaft entstanden. Er hat mir ein Paket geschickt, das muss ich euch zeigen. So, Rafet, kommst du einmal hier? Kommst du einmal hier rein? Komm einfach, steh einfach von oben. So, erstmal, ich habe das extra nicht aufgemacht. Ich wusste, dass eine Mütze drin ist, aber das hier. Ach, da steht was drin. Ey, das habe ich ja gar nicht gesehen, Rafet. Ey, okay, das werde ich mir. Ach, das wusste ich gar nicht. Ich dachte nur so. Ja, das will ich mir durchlesen. Auf jeden Fall Dankeschön. Ach, Michel und Mike. Auf jeden Fall auch an Mike. Schöne Grüße. Und Michel sowieso, Bruder von mir. Das werde ich auf jeden Fall lesen, Bruder. Das ist was Privates, glaube ich. Das werde ich mir durchlesen. So, dann hat er mir eine Mütze geschickt. Was ich hammerkrass feiere. Die habe ich schon so gesehen. Bruder, Dankeschön. Da ziehe ich auch mal direkt an, ne? Oh, die ist ein bisschen groß. Aber geil. So, für meinen Bruder ziehe ich das gerne an. Ey, hammergeil, ne? Die Mütze, Rafet, was sagst du? Mhm. Hammer, guck mal. Boah, guck mal. Also Jungs, ich sag euch, er ist ein Azubi, der Junge, ne? Und macht YouTube nebenbei. Also supportet den mal ein bisschen. Ich glaube, ich habe gehört, da gibt es nur 90 Stück von dem. Ich glaube, seine Community hat das bestimmt schon aufgekauft. Ich werde das auf jeden Fall verlinken. Gibt es doch bestimmt einen Link von dem. Weiß ich nicht. Ich werde mal fragen, ob es einen Link dazu gibt. Supportet der Junge mal. Weiß ich nicht, was er dafür haben will, aber
er lohnt, also bei ihm lohnt sich das auf jeden Fall. So, was hat er mir noch geschickt? Krass. Ja, das ist ja geil. Ja, das ist auch geil. Ja, Dankeschön, Bruder. Und dann, ich glaube, noch mal ein Brief, oder was ist das? Es steht was drauf. Vorsicht beim Öffnen, schreibe nicht. Schreiben ist nicht meine Stärke. Ach, Aufkleber. Ja, oh. Er weiß ja, dass ich BMW-krank bin. Oh, Dankeschön, Bruder. Ah, das ist geil. Bruder, das kommt natürlich auf hier irgendwo bei mir. Ehrenplätze natürlich, ne? Boah, geil, was ist das hier? BMW, ach, hat er mir zwei davon geschickt? Geil. Echt geil. Geil, 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 geil. Dankeschön, Bruder, auf jeden Fall. Aber den Brief, den will ich mir auf jeden Fall gleich lesen, Bruder. Dankeschön, auf jeden Fall. So, Rafael, die hat mir... Aber film weiter. So, Dankeschön an Michelle auf jeden Fall. Danke an die Mütze, Bruder. Echt geiles Ding. Danke, hat mich echt gefreut. Kam einfach von dem so. Yunus, ich weiß, dass ihr das vor kurzem gemacht habt. Und dass er einfach an mich denkt, weil ich weiß ganz genau, bei ihm ist nicht, er ist nicht gerade so flüssig und denkt trotzdem an mich und schickt mir einfach ein Paket. Ehrenhaft, ehrlich. Dankeschön, Bruder. Weiß es zu schätzen. Also, wenn du einen Link hast, Michelle. Bruder, muss mir sagen, muss ich unten verlinken, halt. Auf jeden Fall, den Jungen könnt ihr mal ruhig supporten. Und wenn ihr den nicht abonniert habt, ihr müsst den abonnieren. Er gehört einfach zu Kfz-Fuzis. Ist so. Wer mich supportet, muss den auch supporten. Weil ich liebe den einfach. Ist wie mein kleiner Bruder. So, apropos Bruder. Kommen wir zu meinem kleinen, großen Bruder, Mentor, was auch immer. Das ist der Salo. Ich werde Salo niemals vergessen, was der für dieses Kanal, für mich gemacht hat. Weil das ist nicht selbstverständlich, was der Typ gemacht hat. Ich erzähle euch ganz kurz die Geschichte. Die Geschichte war so, ich habe Salo angeschrieben, irgendwann, natürlich als YouTuber, kleiner YouTuber, macht man das halt. Schreibt man halt größere YouTuber. Und Salo ist persönlich für mich einer gewesen, den ich gefeiert habe. Also feier immer noch natürlich, ne? Aber ich habe den gefeiert in dem Zeitpunkt. Hammer, krass. Und dann hat der mir wieder zurückgeschrieben, weil ich so hammer happy war. Dann hat er zu mir gesagt, Bruder, schreib mich auf Instagram. Ich habe ihn auf Instagram angeschrieben und so ging das. Und dann hat er irgendwann mich angeschrieben, einfach mal so. Es kam so irgendwann eine Nachricht, hat gesagt, Bruder, ich feiere, was du machst, aber du hast viel zu wenige Abonnenten. Und das werden wir ändern. Das waren seine Worte von Salo. Echt. Und das hat er auch gemacht. Der hat das auch geändert. Er hat mein Leben geändert. Und er hat mir einfach einen korrekten, also es ist ein Bruder, also es ist eine Brüderschaft entstanden. Und das werde ich niemals vergessen. Und das weiß der auch. Er sagt das nicht umsonst. Letztens sogar noch, ich so, Bruder, ich brauche das. Ich brauche das. Hast du das? Er so, Bruder, komm in meine Halle. Guck dir an, was du brauchst und nimm einfach. Es ist deine Halle. Nimm einfach, was du brauchst. Bruder, wer macht das? Ehrlich. Deswegen, Bruder, ehrlich, ich liebe dich. Und krass. Ich feiere einfach so, wie du bist. Und du bist so, wie du bist. So, wie du in Videos bist. Und privat bist du noch viel, 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 viel besser. Ehrlich. Deswegen, Bruder, ich liebe dich. Ich liebe das, was du für mich gemacht hast, werde ich niemals vergessen. Und denk dran, Kfz-Fuzis ist einfach dein Kanal, Bruder. Vergiss das nicht. Das hast du mit aufgezogen oder vielleicht groß gemacht, würde ich sagen. Bis hierhin. Ehrlich. So. Dann kommen wir zu Mr. Do It. Mr. Do It hat mich auch letztens angerufen und hat gesagt, Yunus, ey, hör mal, ich brauche Hilfe. So ist dieser Kontakt entstanden. Und dann habe ich den geholfen und so habe ich gemerkt, er ist ein super krasser Typ. Der kommt auch da, wo ich herkomme, aus der Türkei, aus Ankara. Und ja, ist auch super, sofort so richtig zwischen uns. Ja, war auch sofort wie Brüderschaft so. Und ja, auch krasser Typ. Den feiere ich genauso vor der Kamera wie hinter der Kamera. Und das habe ich gefeiert. Deswegen auch an Shello schöne Grüße und danke nochmal für die netten Worte, die du für mich verloren hast. Dankeschön. Bruder, auf jeden Fall. So, aber egal wem ich bedanke, Jungs, ihr draußen seid für mich da, wo ich mich einfach nur bedanken muss und einfach die Mütze echt
abziehen muss und sagen muss, Dankeschön für euer Support. Weil, Jungs, das habe ich schon so oft rausgehauen bei diesen Kommentaren oder Statements, was ich mal gemacht habe. Ich habe gesagt, egal was ich mache, egal was ich tue, wenn ihr mich nicht supportet, dann geht das nicht. Und deswegen echt Chapeau, was ihr für mich tut, wie ihr mich immer wieder pusht, immer wieder nach vorne, immer wieder mehr machen. Also ohne euch, ohne diese Kommentare, wären wir nichts. Was nützt das? Was nützt das, wenn ich den geilsten Restaurant der Welt habe und keiner kommt zum Essen? Versteht ihr, was ich meine? Und ihr seid genauso. Was nützt das, wenn wir Videos raushauen, egal wer das ist, egal welcher YouTuber das ist. Was nützt das, wenn wir Videos raushauen und die werden nicht geklickt? Versteht ihr? Und so seid ihr. Dankeschön für jeden einzelnen Supporter, der uns supportet. Abonnenten, das ist keine Abonnenten, ihr seid Family. Das ist so. Ihr gehört zur Family und ihr wisst, viele haben mich hier, viele Abonnenten haben mich hier einfach mal besucht. Die sind von Heidelberg gekommen. Überall von Deutschland seid ihr gekommen hierhin. Und jeder weiß das, dass ich mir Zeit genommen habe und mit euch einfach gechillt habe. Weil ich bin einfach so, ich würde das nicht als, ich sehe das nicht als selbstverständlich. Sehe ich nicht. Wenn ihr kommt, dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich mal die Zeit nehme und euch, mit euch einfach mal ein bisschen rede und einfach nur meine Dankbarkeit zeige. Dankeschön auf jeden Fall. Ja, sonst, was soll ich euch sagen? Ja, Hehler gibt es. Das gibt es überall, Jungs. Ich bin selbstständig. Ich bin es gewohnt. Aber was willst du machen? Alles gut. Ihr müsst ein bisschen dickere Fell haben. Ah ja, wenn ihr mal ein oder andere mal irgendwann mal YouTube machen wollt und ihr wisst nicht. Ich sage euch nur, habt nur ein bisschen dickeren Fell, damit ihr, wenn der ein oder andere Hate kommt, nicht sofort zusammenbricht. Aber was wollt ihr machen? Ihr dürft nie die schönen Sachen vergessen. Es ist im Leben immer so. Und für den einen oder draußen, wer mit YouTube anfangen will, ehrlich, Jungs, das ist wie in meinem Training. Du willst trainieren und du willst einfach mal, was weiß ich, dickeren Bizeps, Trizeps, Brust, Rücken, was auch immer. Fängt an. Sagt nicht morgen. Geht raus und trainiert. So ist das im Leben. Und bei YouTube ist es genauso. Ihr wollt YouTube machen, scheiß drauf, Kamera an, vor die Kamera, redet einfach. Und so ist das bei uns auch entstanden. Und ihr seht, was nach einem Jahr passiert ist. Ne? Deswegen, ich habe echt nur eins zu sagen. Dankeschön, was ihr für uns getan habt. Dankeschön an Rafet, der immer hinter der Kamera stand und immer super geile Aufnahmen macht. Und ja, obwohl er auch immer wieder Hate kriegt, wegen Belichtung und so. Was? Ja, letzten Video hast du auch noch Hate gekriegt. Ja? Von der Belichtung. Ja, wir sind keine Profis, Jungs. Ihr müsst uns echt in der Hinsicht ein bisschen echt nicht sauer sein. Weil guck mal, wir haben jetzt Feierabend, wir sitzen hier, machen ein Video und das ist immer so. Ne? Weil wenn einer denkt, wir machen jetzt während der Arbeitszeit, gibt es natürlich, haben wir auch Videos rausgehauen, ist klar. Aber geht nicht immer. Wenn wir viel zu tun haben, können wir erst nur im Feierabend drehen. Und da dürft ihr uns nicht sauer sein, wenn es mal dunkel ist und wenn wir nicht richtig geile Licht haben. Wir bemühen uns, besser zu werden, aber da darf echt nicht der eine oder andere sauer sein. Aber wir versuchen es, besser zu werden. Ja, danke schon an Ömer, Özgür auch, alle, Mahmoud, Osman, die mir sehr viel helfen in der Geschichte. An Ozan, an Malte, ne, das sind so Leute, Ozan, der das hier macht, der mich immer mit Pullis bestattet und mich immer supportet. Malte, der die geilsten Logos macht, der beste Grafikdesigner, den ich überhaupt kenne. Zack, macht dir das, was du sagst, du brauchst das nur sagen. Und der muss einfach selber, das ist, und so ein Team zu haben, ne, ihr denkt immer, ich bin hier alleine. Nein, ich bin nicht alleine. Ich habe 10 Mann hinter der Kamera, hinter den ganzen Sachen, wer das nicht weiß. Und es wird auch mal mehr. Ne? Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall auch an mein Team, der mir hilft, supportet. Und das ist nicht selbstverständlich, Jungs. Deswegen, ihr dürft mein Team auch nicht vergessen. Schenkt ihnen auch ein bisschen Liebe hier. Rafet hinter der Kamera. Ne?
Und Ömer habe ich auch erwähnt. Mhm. Ömer habe ich auch erwähnt. Ne? Auch will ich auch nicht bedanken, will ich auch nicht vergessen. Der 2-3 Monate mein Kameramann war und dann halt uns verkauft hat. Aber ist ja egal. Ömer, du weißt. Nein, Spaß. Auch ihm danke ich. Ne? Deswegen, Jungs, ich hoffe mal, das Video ist nicht so langweilig geworden. Ich wollte mich einfach nur bedanken bei dem Ganzen. Dann wollte ich das Paket nochmal zeigen, was der Michael mir einfach mal geschickt hat. Dankeschön, Bruder, Ehrenmann-Aktion von dir. Ja, sonst nochmal, Salo, Dankeschön. Mr. Duit, Dankeschön. Und das größte Dankeschön geht an euch. Und ja, ich glaube, ich habe noch was vergessen. Stimmt. Dankeschön. Euer KFZ50. Bis dann, haut rein.